Mehr Hafer im Müsli oder Soja im Kaffee? Worin sich die pflanzlichen Milchalternativen unterscheiden und ob sie in der Herstellung nachhaltiger sind als Kuhmilch, beantworten wir in diesem Video. Kuhmilch ist reich an Kalzium, Eiweiß, B-Vitaminen, Jod, Magnesium und Zink. Und sie hat bei uns Tradition. Dennoch entscheiden sich immer mehr Menschen für pflanzliche Alternativen. Einer der Gründe ist der Milchzucker Laktose. 75% der Weltbevölkerung sind nämlich laktoseintolerant. Ein weiterer Grund? Viele Menschen ernähren sich vermehrt vegan. Und da dürfen pflanzliche Milchalternativen nicht auf dem Speiseplan fehlen. Zudem geht es vielen um Abwechslung auf ihrem Teller. Und das klappt mit Pflanzendrinks hervorragend. Schließlich ist jeder von ihnen einmalig im Geschmack und lässt sich vielseitig in der Küche einsetzen. So hat jeder zweite Verbrauchende in Europa und Amerika pflanzliche Alternativen auf seiner Speisekarte und ergänzt oder ersetzt damit die Kuhmilch. Im Asien-Pazifik-Raum und in Lateinamerika sind es sogar 2/3 aller Menschen. Viele entscheiden sich auch aus Umweltgründen für Pflanzendrinks. Doch haben diese wirklich eine bessere Ökobilanz als Milch? Schauen wir uns zuerst den Mandeldrink an. Dieser schmeckt meist süßlich, hat einen leicht nussigen Geschmack und macht sich hervorragend in veganen Cappuccinos und Macchiatos. Die gute Nachricht für die Natur? Werden Mandeldrinks mit europäischen Mandeln produziert, entstehen weniger Treibhausgase als bei der Kuhmilch. Die Mandeln für die DM Biodrinks kommen übrigens aus zertifizierter Ökolandwirtschaft in Spanien und haben somit relativ kurze Transportwege. Und darüber freut sich die Natur. Der nächste Pflanzendrink wird aus Reis gewonnen. Der Reisdrink ist von Natur aus süß, aber dafür fettarm. Im Übrigen verhält er sich eher schüchtern auf der Zunge und hat keinen aufdringlichen Eigengeschmack. Der Reis für die meisten europäischen Getränkemarken kommt aus Europa, was sich positiv auf die Transportwege auswirkt. Allerdings benötigt die Reispflanze im Wachstum rund die doppelte Wassermenge als die Kuhmilchproduktion. Hier schneidet der Sojadrink deutlich besser ab. Verglichen mit Reis braucht der Sojaanbau nur einen Bruchteil der Wassermenge und verursacht deutlich weniger Treibhausgase. Sojadrinks haben einen ähnlichen Eiweißgehalt wie Kuhmilch und sind dazu mild im Geschmack. Zudem ist die Sojaherkunft für den Pflanzendrink unkritisch, denn das Soja kommt überwiegend aus Europa. Der erste Preis bei der Ökobilanz geht an den Haferdrink. Er ist leicht süß und ansonsten mild im Geschmack. Dank der heimischen Herkunft von Hafer hat die Pflanze sehr kurze Transportwege. Zudem benötigt der Haferdrink die geringste Wassermenge unter allen aktuellen Milchalternativen. Bei DM findet man viele Pflanzendrinks für jeden Geschmack, damit das Müsli und der Kaffee auch weiterhin viel Freude bereiten. Übrigens, die meisten Pflanzendrinks sind von Natur aus glutenfrei. Lediglich beim Hafer kann es beim Anbau und bei der Lagerung zur Vermischung mit glutenhaltigem Getreide kommen. Deshalb gibt es bei uns im Sortiment glutenfreie Haferdrinks. Fragen, Anregungen oder Erfahrungen mit den verschiedenen Milchalternativen? Ab damit in die Kommentare!